Ach, das haben wir alle geschluchzt, läuft bestimmt diese Weihnachtstage auch wieder. Was wünscht sich die Kleine eigentlich dieses Jahr zu Weihnachten? Sie mag ja irgendwie alles mit Dinos. So Diskussionen über Geschenke, die führen ja Millionen Menschen. Aber die wenigsten, die legen dann $6 Millionen auf den Tisch und kaufen einen Dino-Schädel. Aber es ist nicht der erste Dino, der unter den Hammer kommt. Diesmal gab es beim Auktionshaus Sotheby's diesen Tyrannosaurus Rex-Kopf. Rund 67 Millionen Jahre alt soll er sein und ging an einen anonymen Bieter. Weihnachtsgeschenk? Wissenschaftler sehen das sehr, sehr kritisch, weil solche Skelette für die Forschung so wertvoll sind. Taufrisch und von heute sind jetzt unsere Kurznachrichten der Überblick. Aus einer Pipeline in den USA sind offenbar mehr als 2 Millionen Liter Öl ausgelaufen. Der Betreiber hat die Pipeline abgestellt, nachdem im Bundesstaat Kansas das Leck entdeckt wurde. Das Rohöl war davor aber schon in einen Fluss gelaufen. Die Behörden können das Ausmaß der Katastrophe bislang nur schlecht einschätzen. Umweltschützern zufolge ist es aber die größte Umweltkatastrophe dieser Art in den USA seit rund 10 Jahren. Die Pipeline bringt Rohöl aus Kanada in die USA, wo es dann zu Kraftstoff weiterverarbeitet wird. Und der Ausbau genau dieser Pipeline ist gerade heftig umstritten. Mehr Nachrichten. Wirklich, wirklich abgefahren. Ja, und dass bei diesen Bildern dann Skifans sofort raus auf die Piste oder die Loipe wollen, kann man schon auch verstehen. Und zu diesen Menschen gehört auch Manuel Neuer. Der wollte nach dem WM-Aus den Kopf frei bekommen, hat er gesagt. Kann man ja auch verstehen. Und da ist er zum Skitouren gehen gegangen. Das heißt, man klettert abseits von Pisten auf Skiern so wirklich durch die Bäume die Berge hoch. Ja, Sie sehen es ja schon, vielleicht nicht so eine ganz gute Idee. Ja. Vielleicht ein freier Kopf, aber ein Bruch des Unterschenkels, längster Gips der Welt. Heißt dann nach dem WM-Aus auch jetzt noch das Saison-Aus bei den Bayern. Ja, Manuel Neuer hat sich auch auf Instagram gemeldet. Er hat gesagt, die OP gestern sei gut verlaufen. Wir wünschen gute Besserung, sehen in dieses Jahr, beziehungsweise diese Saison, aber nicht mehr auf dem Platz. Dekotechnisch passt die Farbe weiß, so, aber alles Gute. Für Profisportler sind solche Unfälle natürlich der absolute Horror. Ja. Da trainiert man und trainiert und dann ein falscher Schritt und es wirft einen Monate oder sogar Jahre zurück. Ja, gestern wurden in Düsseldorf die NRW-Sportler des Jahres ausgezeichnet mit dem Felix Award, eben an die, die fit waren und so 2022 starke und außergewöhnliche Leistungen zeigen konnten.